willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um die L-Dressur von Sonntag, die wir eigentlich reiten wollten. Wir haben es leider nicht getan. Und zwar jetzt gar nicht, weil ich gedacht habe, wir schaffen das nicht oder so, sondern weil Rubinho angefangen hat zu lahmen und ich dann auch noch zu einem Überfluss mega krank geworden bin. Ich glaube, man sieht es mir auch noch ein bisschen an. Ja, ich lag total flach, Rubinho lief auch nicht ganz klar und ja, da haben wir uns eben entschieden, nicht zu fahren. Ist ja auch klar, ne? Wenn er lahmt, dann können wir ja nicht reiten. Ja, schade. Wir hätten ja auch noch die A-Dressur gehabt. Ja, machst du nichts dran. Ich wäre gern geritten. Er hat sich die ganze Zeit davor gut angefühlt. Dann hat auch noch unsere, ich weiß nicht, wie man sie nennt. Jedenfalls wurde er dann auch noch behandelt in einem Tag auf Verspannung und Blockaden und da hatte er fast gar nichts, also da war kaum was zu machen. Er ist momentan wirklich gut in Form, er hat jetzt durch die Futterumstellung auch wieder zugenommen und muskelt ganz langsam so ein bisschen auf. Ja, da ist halt einfach nicht so fix. Aber alles in allem haben wir eigentlich immer eine positive Verbesserung gehabt die letzten Wochen, letzten Tage, bis er dann eben, ich glaube am Mittwoch hat er dann angefangen zu lahmen. Ich bin geritten und dachte im Trab, so, naja, es fühlt sich komisch an, irgendwie unrund. Ich habe es aber so ein bisschen auf die Kälte geschoben, dass es einfach ein bisschen steif ist. Ja, als ich dann angaloppiert bin, habe ich mir gedacht, was macht mein Pferd hier? Vorne Galopp, hinten Trab, die Mitte macht was anderes. Ich habe mich ganz komisch gefühlt. Habe dann auch drüber gucken lassen, während ich geritten bin. Und da haben auch, ich glaube, zwei Leute gesagt, der läuft halt nicht klar, ganz eindeutig nicht. Und seitdem hat er halt Pause. Also ich habe ihn mir dann Samstag nochmal angeschaut, da lahmte er nicht mehr. Aber ich wollte dem trotzdem nicht losfahren. Vor allen Dingen, weil ich dann eben auch noch flach lag mit Fieber und Erkältung. Und da haben wir uns das geschenkt, obwohl das Wetter total schön gewesen wäre. Es wäre mein Vereinzelne gewesen. Ja, schade. Naja, es gibt ja auch noch mehr Turniere dieses Jahr. Ja, dieses Wochenende werde ich wahrscheinlich auch nicht starten. Ja, einfach, weil ich ja jetzt gerade aus dem Urlaub zurückkam, deswegen kommt das Video jetzt auch so spät online, weil ich eben ja erst so krank war, um Videos zu drehen. Also ich wollte mich echt nicht am Wochenende vor die Kamera setzen und mit euch reden, weil dann hätte ich nur ein bisschen vor mich hingekrächzt und ihr hättet mich nicht verstanden und nein, das wollte ich nicht. Und im Urlaub wollte ich dann ein Video drehen und das hochladen. Das Drehen hätte auch noch geklappt, allerdings ja, hatte ich da eigentlich gar kein Internet, also am Handy lief es so ein bisschen, aber am PC lief es halt überhaupt gar nicht. Und dann muss ich auch sagen, habe ich die Zeit im Urlaub dann dafür genutzt, einfach ein bisschen abzuschalten. Ich habe dann eben kein Video gedreht, ich habe ganz viele Fotos gemacht oder machen lassen auch. Und ja, deswegen heute hier das Infovideo aus meiner Küche mit meiner Pinnwand da im Hintergrund und dem Kühlschrank. Da auf der anderen Seite. Ja, naja. Ab nächster Woche geht es dann wieder wie gewohnt los mit oder weiter mit richtigen Videos. Und ich habe mir was ganz Cooles überlegt. Ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Mal schauen, ob ich das umgesetzt kriege jetzt die Zeit. Weil nämlich auch die Uni anfängt und ich habe nicht mehr so viel Zeit wie jetzt im September. Ach ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall erstmal gespannt, wie das alles so wird. Und ja, heute fahre ich nicht mehr zu Rubinho, weil ich, wie gesagt, gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Ich muss jetzt noch meine Sachen ein bisschen auspacken. Und ja, dann muss ich mich um den kleinen Hasen kümmern und um meinen Freund. Den habe ich ja jetzt auch 3 Tage nicht gesehen. Oder ja, eigentlich nur einen Tag, weil wir sind Montag losgefahren, habe ich ihn noch gesehen und sind auch heute auch wieder da. Naja, aber trotzdem, ne, man muss ja trotzdem noch was zusammen machen. Und wir müssen gleich noch ein bisschen was einkaufen und. Und so richtig fit bin ich halt immer noch nicht. Ja, aber morgen werde ich es dann, denke ich, so ein Pferdchen schaffen. Und dann werde ich auch mal schauen, was er so macht, was er so sagt, wie es ihm so geht. Ja, und Freitag geht es auf jeden Fall in ja, alter Frische wieder los mit Bewegen, hoffentlich. Ich hoffe, er lahmt dann nicht mehr. Ja, sollte er natürlich noch lahmen, werden wir zum Tierarzt fahren. So hatten wir es erstmal gehofft, dass es einfach mit Ruhe so ein bisschen wieder weggeht. Er kann sich auch einfach mal vertreten haben. Ja, aber wir hoffen halt natürlich, dass es schnell wieder weg ist und dass wir nicht zum Tierarzt fahren müssen. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Wir warten erstmal ab und hoffen das Beste. Und ja, genau. Ich denke, dann habt ihr alle
alle Infos, die ihr haben wolltet zur L-Dressur. Ich wurde auch schon ganz oft gefragt, so, hä, bist du überhaupt geritten? Und ja, ich wurde auch gefragt, und wie lief's? Ja, lief gar nicht. Ich bin nicht geritten, aber ich glaube, wenn ich geritten wäre, wären wir wahrscheinlich nicht platziert gewesen. Kann man ja auch ganz ehrlich so sagen, aber es wäre auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen und ich hätte sie gerne mitgenommen. So werden wir einfach dieses Jahr noch E-Dressuren reiten und dann werde ich mich im neuen Jahr auf jeden Fall mal darum bemühen, dass ich mich fortschreiben lasse, eine Leistungsklasse beantrage und so weiter und so fort, dass wir dann nächstes Jahr mit A-Dressuren durchstarten können. Ganz regulär und genau, mal sehen. Ich bin gespannt und freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt und ich hoffe einfach, dass er gesund ist, gesund bleibt, gesund wird, dass ich jetzt gesund werde und dass wir noch die restlichen Turniere der Saison so mitnehmen können. Genau. Ansonsten würde ich erstmal sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.